Im dichten schweizerischen Luftverkehr kommt es immer wieder vor, dass Flugzeuge nicht auf Aufrufe der Bodenleitstelle reagieren. Obwohl der Grund dafür meistens harmlos ist, zum Beispiel ein Bedienungsfehler oder eine Unachtsamkeit, kann dies nicht einfach so hingenommen werden. Um möglichst rasch die Flugsicherheit wiederherzustellen, können nicht funkende Flugzeuge abgefangen werden. Allein das Erkennen eines Militärflugzeuges durch die Cockpitscheibe führt in aller Regel zur sofortigen Wiederaufnahme des Funkverkehrs durch das betreffende Flugzeug. Im Falle einer Funkpanne können die Militärflugzeuge das betreffende Flugobjekt zur Landung begleiten und den Funkverkehr übernehmen. This is Swiss Radar calling Hotel Bravo Golf India. Dann machen wir jetzt Support Briefing. Go ahead. Clearance Limit Zürich East, Level 160. Noch ein Spaltkabel. Golf India, India. Maramali Chief Air Defense. Jawohl. Los, komm, Entering Switzerland. Trasseringen. Jawohl. Sehnen. Merci vielmals für die Info. Sind, wenn dann loskommen, Entering Trasadingen, southbound. Wir gehen auf den Kehlauf. Ido, schreibst du mir den Hotel Bravo Golf India India noch Suspect an? Hot Mission mit Black 1 and 2, VID Numbers. That man, knock it off, knock it off, knock it off. Black 1, copy it, knock it off. Black 1, new mission. Hot mission, VID numbers, suspect entering Switzerland from the north. Flight level 230, southbound, LOSCOM. Black 1. Black 1, commit vector 030, descend flight level 210, mode Charlie off. Black 1, copy, mode Charlie off. Black 1, confirm tally. Black 1, roger, remain with the boat. Black 1, contact, two reports ready. Stand and copy, Black 1, clear the joint. Black 1, I can see no passengers on board. Stand and copy. 325-0 maintaining. Hotel Bravo, Golf India, India. Final. Do you copy? Du hast gesehen, Militär. Swiss Radar vom BMW 550, we got intercepted request, further instructions. Black 1, confirm, the pilot has a notice to Hornet. BMW 550, read you now loud and clear, go ahead. Suspect ist beim Zürcher auf der Frequenz. Okay. New mission, training mission. Batman bearing 220, 5 miles, danger 14, not inbound. Das Radarsystem der zivilen Flugsicherung, kurz SwissRadar, erkennt diejenigen Flugobjekte, welche mit einem sogenannten Transponder der Bodenleitstelle ein Erkennungssignal aktiv senden. Dieses Signal beinhaltet Informationen wie Flugnummer oder Immatrikulation, Flughöhe, Geschwindigkeit und Kurs. Fällt dieser Transponder zum Beispiel wegen einer Strompanne aus, ist das entsprechende Flugobjekt für die zivile Bodenleitstelle nicht mehr sichtbar. Die nötigen Sicherheitsabstände können nicht mehr gewährleistet werden, was zu einer Gefährdung der Flugsicherheit führt. Im Unterschied zum zivilen Radar erkennt das Militärradar selbst diese Objekte. Deshalb unterstützt die Schweizer Luftwaffe die zivile Bodenleitstelle mit zusätzlichen Informationen. Radar Hotel Bravo Delta Fox Red Alpha. Just for information, experiencing some turbulence at present flight level. AFO. Oh shit! Oh fuck! Swiss Radar.
Sweet Radar vom Hotel Bravo Delta Foxtrot Alpha. Request Flight Level 80 due to the turbulences. Dann 7700 über Bern. Das heisst für dich Hot Mission mit dem Bike 1 und 2. Batman, knock it off, knock it off. Knock it off. Copy, knock it off. New Mission, Hot Mission, VID Number. Commit Suspect, Bullseye. 290-21. Copy. Last count is clocking 7700. Swiss Radar, Hotel Bravo Delta Foxtrot Alpha. Swiss Radar, Hotel Bravo Delta Foxtrot Alpha, Audio Read. Swiss Radar, Hotel Bravo Delta Foxtrot Alpha, Audio Read. Mayday, Mayday, Mayday. At the position, speed under control. Lieutenant, copy, clear the join. Black one, air brake. Hotel Bravo Delta Foxtrot Alpha. I can't hear and I can't talk. Zum Schutz von nationalen oder internationalen Konferenzen und Veranstaltungen kann die Benutzung des schweizerischen Luftraumes eingeschränkt oder verboten werden. Die Durchsetzung des Überflugverbots erfolgt mit Militärflugzeugen. Versucht ein fremdes Flugzeug ohne Bewilligung in den betreffenden Luftraum einzudringen, wird dies durch die Luftwaffe gemäß international gültigen Standards verhindert. Dazu gehören das Abfangen, mehrmalige Funkaufrufe auf der internationalen Notfrequenz, visueller Kontakt mit Flügelschwenken, der Zwang zur Landung, Warnschüsse und in letzter Konsequenz die Bekämpfung. This is Swiss Air Force Chief Air Defense in charge. Tonde Control, Monte, bonjour. Roger, no radio. DACOM is on our side. Copy. Au revoir. Hornet on left. Hornet on left. Distance to target, 82 miles. Batman, Fighter One, bogey's not responding. Sind Leute da. Okay. Grüezi, Chef Jägerleiter. Go flares. I'm going down. No! We have to complete this mission. There is no way. Tread up.
Luftwaffe leistet täglich ihren Beitrag zugunsten der nationalen Sicherheit. Sie hilft Flugzeugen in Problemsituationen. Sie verschafft dem Einhalten der Flugvorschriften Beachtung und wahrt die Schweizer Lufthoheit. Die Luftpolizei schützt damit unser Land vor Risiken und Bedrohungen aus der dritten Dimension. Heute wie auch in Zukunft.